Ein besonderes Anwendungsfeld von Arrow-Functions oder von anonymen Funktionen sind sogenannte Higher-Order-Functions. Und das ist eine spezielle Art von Funktion, nämlich eine, die eine andere Funktion als Argument kriegt und dann diese irgendwie verarbeitet. Das ist etwas abstrakt, wenn du noch nicht weißt, was es ist, kann aber sehr nützlich sein und ist nicht besonders schwierig, wenn du dich daran, wenn du es einmal gesehen hast und das damit gespielt hast. Ein Beispiel für Higher-Order-Functions sind Array-Methoden. Da gibt es eine ganze Reihe solcher Higher-Order-Functions und das ist eigentlich auch so das typische Anwendungsgebiet, würde ich mal sagen. Ich habe hier als Beispiel ein Skript mit einer Klasse, die kriegt ein x und ein y als Argument und dann generiert sie noch eine Zufallszahl und eine Instanz sieht dann so aus, es ist ein Objekt mit zwei geraden Zahlen, nicht gerade Zahlen, aber ganze Zahlen, die kriege ich hier mit new x und new y. Die werden abgeschnitten, zuerst mal 100 gerechnet, zufällig, und dann abgeschnitten und dann bleiben solche Zahlen zwischen 0 und 100 übrig. Und das Z ist dann so eine Zahl mit Kommastellen. Ich will einfach solche Objekte mit verschiedenen Eigenschaften. Und die lasse ich dann raus, hier mit, also zuerst fülle ich einen Array mit 10 solchen Objekten und dann lasse ich die raus mit einem Loop und gebe die in der Konsole aus. Und es gibt jetzt Fälle, wo du nur ein x sehen möchtest oder nur ein y und nicht immer das ganze Objekt. Oder es gibt Fälle, wo du einen Array brauchst, in dem nur die x oder nur die y drin stehen oder nur das z ohne die anderen beiden oder nur zwei davon und so weiter. Und das ist ziemlich mühsam, so etwas herzustellen. Also es ist nicht ein Riesenproblem. Ich könnte einen neuen Array machen und dann durch MyFuse, durch iterieren und dann jeweils die erste und die zweite Stelle in diesen Objekten in einen weiteren Array schreiben und so weiter. Aber es geht viel einfacher. Ich lösche mal das hier. Was ich hier verwenden kann, ist zum Beispiel die Methode Map. Die lässt sich mit jedem Array verwenden und das ist so eine Higher Order Function. Und das sieht so aus. Ich schreibe myFoo und dann map und dann kommt hier ein Argument hinein. Und damit ich sehe, was hier herauskommt, muss ich das in eine Variable, einer Variablen zuweisen. Dazu schreibe ich const new array gleich das Resultat dieser Map-Methode. Und hier kommt jetzt eben eine Funktion hinein als Argument. Und zwar kann ich das mit so einer Arrow-Function machen. Und als erstes muss hier ein Argument hinein. Und ich kann hier irgendetwas schreiben. Zum Beispiel, ich schreibe mal Item, weil es ist ein Item im Array. Und das führt dazu, dass nachher diese Map-Methode, die geht dann den Array durch. Und Item ist dann jedes Mal, also ist wie ein Loop, um für jedes Element, für jedes Item im Array, das kommt dann in dieses Argument hinein. Also es ist ein bisschen wie eine Iterationsvariable. Und dann kann ich hier hinten sagen, was mit diesem Item geschehen soll. Und Map, was Map konkret macht, ist, es gibt jedes Element im Array zurück. So wie ich es gerne möchte. Also ich könnte hier zum Beispiel sagen, ich will von jedem Item die Eigenschaft x. Und jetzt habe ich myFoo, das habe ich falsch geschrieben, es hat noch ein s. Und damit ich sehe, was hier herauskommt, kann ich das in die Konsole schreiben, console.log new array. Und oh, hat nicht funktioniert. Ich kriege undefined, undefined, undefined. Was ich hier machen muss, ist, dass ich return schreiben muss. Hallo, return. So. Und jetzt kriege ich einen neuen Array. Und im neuen Array stehen die Zahlen
66 und so weiter, das sind die x, die Werte x aus dem ursprünglichen MyFoos-Array. Also wenn ich den hier unten in der Konsole hineinschreiben lasse und aufmache, dann siehst du x66, x50, x34 und das landet hier der Reihe nach in diesem neuen Array. Also Map stellt einen neuen Array her, der nur das enthält, was ich mir hier zurückgeben lasse mit dieser anonymen Funktion, mit dieser Arrow-Funktion. Und hier, wie bereits erwähnt, ist es möglich, weil das alles nur aus einer Zeile besteht, die Klammern wegzulassen. Und hier das Return ist dann zu viel, aber hier darf ich es weglassen. Das ist so eine Vereinfachung, die ist vielleicht jetzt noch nicht so empfehlenswert ist, bis du etwas sicherer bist und weißt, dass es überall Return braucht. Schreibst du es vielleicht besser mal so. Also das ist Map und dann gibt es noch andere. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt Filter. Die filtert die Elemente aus einem Array und hier könnte ich zum Beispiel sagen Return Item.z größer als 0,5, dann kriege ich nur das aus dem Array zurück, wo die Zufallszahl, die in z, in der Eigenschaft z drinsteckt, höher als 0,5 ist und ich kann das wieder überprüfen, indem dass ich myFoos schreibe und das vergleiche und dann sehe ich hier z 0,46, 0,09, 0,3, das fliegt alles raus, 0,3, 0,53, das sehe ich hier oben auch, 0,1 fliegt wieder raus, 0,9, das wird wieder übernommen, 0,38, 0,9, das steht auch wieder oben drin, 0,39 fliegt auch raus. Also das ist die Filterfunktion, die Filtermethode in einem Array und dann gibt es noch Find. Das liefert ein einziges Element zurück, und zwar das erste, das dieser Bedingung hier entspricht. Also das findet immer nur eins und immer nur das erste. Kann manchmal auch ganz gut sein. Und dann gibt es noch die letzte dieser Methoden. Also es gibt noch andere solcher Methoden, das kannst du selber recherchieren. Aber es gibt noch eine, die ist sehr nützlich. Und die heißt for each und das ist ein Loop. Den du über einen Array laufen lassen kannst. Also wir kennen den for Loop mit diesen drei, mit dieser Dreifaltigkeit hier wie auf Zeile 23. Wir kennen for of, um durch einen Array durchzugehen und for each ist auch eine Methode, um einen Loop über einen Array zu machen. Und hier kann ich auch eine Arrow-Funktion verwenden. Und dann kann ich mit den Elementen des Arrays irgendetwas tun. Also hier das Console-Log kann ich vielleicht mal wegnehmen und das direkt hinschreiben, weil ich hier direkt Console-Log hineinmache, so ein Console-Log. Und hier brauche ich ein Argument, also ich schreibe wieder Item, oder um zu verdeutlichen, dass es egal ist, was hier drin steht, nehmen wir irgendetwas Zufälliges. Und das schreibt mir jetzt in 10 Schritten, weil 10 Elemente in diesem Array drin sind, jedes Objekt hier in die Konsole, oder wenn ich sage, ich will nur das x. Ich muss aber, wenn ich for each verwende, nicht unbedingt Bezug nehmen auf diese Iterationsvariable oder auf dieses Argument hier. Ich kann auch irgendetwas anderes machen. Es wird einfach für jedes Element im Array ausgeführt. Also hier wird 10-mal high in die Konsole geschrieben und zusammengefasst. Also dieser for each Loop, der ist auch sehr häufig, den wirst du häufig antreffen in Tutorials, oder in Büchern, das ist nicht schlecht, wenn du den kennst und manchmal ist es wirklich bequemer, for each zu verwenden als for of oder sonst etwas.
Also wenn dich das interessiert, diese Higher-Order-Functions, dann würde ich empfehlen, in Eloquent JavaScript nachzuschauen. Das ist sowieso ein gutes Buch. Dort gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Und dort gibt es ganz viele Beispiele, die zum Teil auch ziemlich haarig sind. Also das wird hier eingebettet in ein Beispiel, das an Datenverarbeitung erinnert, das ich etwas weit hergeholt finde, weil es braucht nicht immer so ein komplexes Setting, aber es ist doch eine gute Lektüre. Wenn es dich interessiert und du mehr darüber wissen möchtest, würde ich das empfehlen.